Hallo und willkommen zu einer Art Vorfolge zum Let's Play, wo ich euch mal die Elex-Box zeige. Ich sammle Big Boxen, vor allen Dingen natürlich zu alten Spielen, aber bin auch nicht abgeneigt, hier und da mal eine Collector's Edition zu kaufen, meistens oder oft. Dann auch über Kickstarter. Gleich werde ich euch da noch die Torment-Box kurz als Vergleich mal zeigen. Und auf Amazon FR, also auf dem französischen Amazon, habe ich halt diese Box hier gesehen. Für nur 32 Euro war das, glaube ich. Und da musste ich einfach zuschlagen, auch wenn ich Elex eigentlich schon abgeschrieben hatte. Das ist ja schon 2017 rausgekommen. Und zu dem Zeitpunkt waren andere Spiele da und dadurch, dass die Perspektive und der Kampf, die Kampfart auch nicht so meins waren, hatte ich das beiseite gelegt. Jetzt, wo ich die Box habe, muss ich wohl dann auch das Spiel spielen und ja, bisher war ich da ja auch recht angetan von. So, ja, ich werde euch dann vielleicht in Zukunft noch andere Boxen von Spielen so als Vorfolge zeigen und jetzt schauen wir uns mal diese Box an. So, und da haben wir jetzt hier unten dieses Werbedings mit dem THQ Nordic Logo und halt hinten noch so Werbung drauf mit Features und was weiß ich. Das ist halt mit so einem etwas härteren Klebedings befestigt, was man aber recht einfach abbekommt, ohne auch die Verpackung zu beschädigen. Das machen wir jetzt erstmal hier ab. Das Ganze habe ich übrigens, falls ihr es nicht bemerkt haben solltet, jetzt hier nachvertont, weil die Kamera, das Mikro das sonst nicht taugt. So, dann kann man die Box entsprechend nach oben hin rausziehen. Man sieht ja von vornherein eigentlich schon ganz gut diese Figur. Hier so ein bisschen schütteln, rappeln, damit das Ganze da unten runter geht. Und dann kann man da unten auch schon sehen, oder da an der Seite haben wir jetzt nochmal den Hauptcharakter-Dings. Aber da unten haben wir jetzt auch dieses, so ein Band, was man ganz nett benutzen kann, um die Goodies da rauszuziehen. Da haben wir zuerst das Spiel auf diesen DVD-Hüllen. Und da ist es bei mir so, das kann man jetzt direkt sehen, das sollte so nicht sein. Das ist an vier Stellen festgeklebt. Man konnte da ein bisschen den Kleber sehen. Aber das war bei mir so, also selbst auf Amazon, also das habe ich halt vollständig original gekauft. Aber das war von vornherein kaputt und jetzt diese Stellen, wo ich gezeigt habe, so entfernt man diese CD daraus. Denn da sind so Noppen an den Seiten, man muss die CD runterdrücken und dann rausholen. Ansonsten kriegt man die da nicht wirklich raus. Ich hatte die vorher mit etwas Gewalt versucht rauszuholen, deshalb hatte die auch so eine Verfärbung. Weil ich es nicht gerafft habe, dass man diese CD nach unten schieben muss und naja, das ist ein bisschen unglücklich gelöst und ja, dieses Klemmdings da, das mag da auch nicht mehr so wirklich. Da haben wir noch einen Quickstart-Guide, da ist auch nicht so wahnsinnig viel drin, da sind unterschiedlichen Sprachen halt Installation und auf Steam einlösen und so weiter und dann haben wir ganz vorne noch die Controller-Belegung, aber das ist wirklich super grob und ich glaube, da blätter ich jetzt, da haben wir die Controller. Und ja, also das ist das Spiel selber auf 6 DVDs, aber ich meine, man muss es sowieso auf Steam einlösen und dann kann man sich das auch direkt auf Steam runterladen. Dann haben wir hier so ein Artbook und ich bin persönlich eigentlich überhaupt kein Fan von den Artbooks. Ich meine, ja, es sind schöne Bildchen drin, aber da gucke ich maximal halt die einmal durch und dann war's das. Also ich bin jetzt nicht jemand, der das irgendwo auf dem, wie nennt man das, Kaffeetisch liegen hat, wo man dann halt immer mal wieder durchblättert. Ach, was sind das schöne Bildchen drin. Ich meine, natürlich ist es schon eine nette, ja nett, dass man sowas dabei hat und es ist natürlich auch nette Grafik, aber naja, also nette Bildchen, nette Kunst. So, dann haben wir hier diese Box. Da haben wir zum einen die den Soundtrack und wir haben, wenn ich das da rausgefummelt bekomme, wir haben dahinter, glaube ich, noch das Making-of, wenn ich mich nicht irre. Neo. Und dann sieht man schon mit dem Daumen, zeige ich da auf eine Plastiktüte mit der Karte drin. Die schauen wir uns gleich an. Und dann haben wir hier noch so eine Kette. Ich glaube, das ist so billiges Metall. Das ist kein Plastik. Ja, von dieser, ich sag mal, das ist ja so eine Mechanikfraktion. Also sehr technisch bedingt, ja.
Ist nett, aber gut. Dann haben wir hier die Karte. Das ist halt in so ein Plastiktütchen drin. Da haben wir entsprechend die Weltkarte. Die Karte selber ist aus einem... halte ich ein bisschen zu hoch, ein bisschen ungünstig, aber ich denke, man hat das ganz gut sehen können. Ja, das ist aus einer Art Plastikstoff, würde ich sagen. Es ist keine Baumwolle oder sowas, aber ist verhältnismäßig gut in der Qualität, würde ich sagen. Und die Bedruckung ist auch ganz gut. Man kann alles lesen und es sieht vernünftig aus, anders als beispielsweise von der Dragon Age Origins Box, die Karte, die sah einfach nur albern, oder die, ja, die sah einfach nur Schrott aus, billiges Material und schräg bedruckt, unscharf, also es war eine totale Grütze. Ja, die Figur, die bekommen wir raus, indem wir die Seite aufklappen und dann kann man die entsprechend auf der Seite rausziehen. Das sind halt diese zwei Plastikdinger von vorne und von hinten zusammengedrückt, das kann man dann recht einfach ja, aufmachen, also die Seite zur Seite ziehen, dann kriegt man die Figur raus, ist dann nochmal eingewrappt mit so ja, Plastiktütchen-Dinger. Dann haben wir noch das Schwert, was man da sehen, also ja, hier ist die schöne Figur, wahrscheinlich der Hauptcharakter in der ursprünglichen Form. Dann haben wir hier noch einen Stand, wo auch diese so Noppen für die Füße drauf sind. Kann man da eigentlich ganz gut sehen. Allerdings braucht man da schon ordentlich Gewalt, um diese Figur da drauf zu bekommen. Und diese ordentliche Gewalt, die braucht man auch, wenn man dieses Schwert, was man da noch rechts im Bildschirm sieht, wenn man das noch in die rechte Hand bekommen will. Und das kann man quasi vergessen, deshalb habe ich da jetzt auch nichts gemacht und ja, das sieht man jetzt auch, dass ich das etwas aufgegeben habe. Noch so drauf, dass es steht, aber es ist, ja, wie gesagt, ein bisschen mehr Gewalt und ich wollte da aber jetzt auch nichts Permanentes machen, weil ich das später wieder quasi in diese schöne Packung setze, weil ich das dann in der Packung irgendwo hinstelle. Statt alles einzeln. Ist auf jeden Fall so ganz nett, aber finde ich auch ganz nett in der Packung zu präsentieren. Und deshalb habe ich jetzt hier zum Vergleich mal für mich eine ziemliche Enttäuschung geholt. Und zwar die Torment Tides of Numenera Box, die ich jetzt mal gleich in die Kamera halten werde. Und da ist die Box, ja, und wenn ich die Beine einfach nur so seitlich ins Regal stelle, dann sieht man einfach nur schwarz. Es könnte dann auch ein Schuhkarton sein, also das ist schon verhältnismäßig enttäuschend. Da denke ich, hätten sie schon mehr machen können. Die muss man ja wirklich schon seitlich reinstellen. Ja, und das soll es dann auch schon gewesen sein mit diesem Unboxing. Ja, ihr könnt ja mal in den Kommentaren da lassen, ob ihr sowas auch zu anderen Spielen noch sehen möchtet. Ich werde da jetzt auch kein großes Theater draus machen, aber hier und da finde ich es eigentlich dann ganz nett, vor allen Dingen auch zu alten Spielen zu sehen, was denn in diesen Boxen noch mit drin ist. Da waren damals ja auch hier und da mal Goodies bei oder ist ein Handbuch bei und so weiter. Ja, und damit verabschiede ich mich auch schon wieder und sag bis zum nächsten Mal, beziehungsweise bis zum Let's Play.